Ist das nicht nervig? Du benutzt Command-Blöcke und auf einmal ploppen überall die Befehle auf. Wie du die deaktivieren kannst und die maximale Spieleranzahl ändern kannst, zeige ich dir heute. Kommen wir erstmal dazu, wie man sich natürlich das deaktivieren kann, dass man hier nicht zugemüllt wird im Chat. Dafür habe ich jetzt hier einen Command-Block mir platziert, aber du brauchst keinen Command-Block, du kannst es auch ganz einfach im Chat machen. Ich finde es einfach nur übersichtlicher. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, es zu aktivieren und deaktivieren. Zum Deaktivieren einmal False und zum Aktivieren einmal True. So, gucken wir mal rein. Also, dafür müssen wir einfach nur die Spielregeln ändern. Dafür dann einfach schräger Strich, Game Rule und jetzt kommt die Regel und zwar von unserem Command-Block, dass der keinen Befehl mehr ausspuckt. Und da habe ich jetzt natürlich das deaktiviert mit False. Kannst jetzt aber auch wieder aktivieren mit True. Tippen wir hier mal ein und testen es. So, ich muss es ja einmal kurz aktivieren beim Command-Block und zack, seht ihr, wird der Chat aktiviert. Weil wir haben ja hier ein Monster in der Luft, wo ich ja, sag ich mal, das hier mir einfach hin teleportiert habe. Dadurch, dass das natürlich ein durchgehender Command ist, kriegen wir auch deswegen immer so die Nachricht. Jetzt möchte ich mir natürlich wieder deaktivieren. Das heißt, nun müssen wir das True durch False ersetzen. Und wie gesagt, du musst das nicht in einen Command-Block machen. Du kannst das auch einfach im Chat machen. Nur ich bin ein bisschen zu faul, mir jedes Mal das reinzuschreiben. Von daher nutze ich dafür immer gerne Command-Blöcke. Und bitte richtig schreiben, nicht so wie ich. So, einmal False. Wunderbar, jetzt müssen wir es wieder einmal aktivieren. Jetzt dauert es vielleicht mal einen kleinen Moment, weil... Nee, das lädt ihn mal. Aktivieren nochmal. Kann immer ein bisschen dauern, weil es wird ja, sag ich mal, ziemlich oft gespawnt. So, dann haben wir jetzt schon mal herausgefunden, wie wir denn diese Spielregel natürlich verändern können, sodass wir nicht immer die Befehle erhalten hier. Für alle weiteren Regeln brauchst du natürlich nicht das Chatmenü machen. Dafür hast du natürlich hier in deinen Spieleinstellungen die Möglichkeit, das einfach dann hier per Knopfdruck natürlich auch zu aktivieren und deaktivieren. Ist ja Tag, Nacht, Monster spawnen, ne, ob die was fallen lassen oder nicht, das kann man ja alles hier machen. Auch hier Command-Blöcke deaktivieren, falls das mal einer sucht, findet ihr auch hier in den Spieleinstellungen. Was man da aber nicht finden kann, ist die Spieleranzahl, denn es ist möglich, auf eurem Server von einer Person bis hin zu 30 Leuten einzuladen. Und das geht ganz einfach mit dem Chat, den machen wir mal auf. So, jetzt haben wir natürlich hier noch diese ganzen Befehle, die wir ja gerade eben deaktiviert haben. So, jetzt gehen wir mal rein und müssen jetzt einfach mal mit schräger Strich und den einfach mal set, also setzen wir was und da sehen wir schon was. Ihr habt immer die Möglichkeit hier im Chatmenü, wenn ihr nun den Anfang schon eingibt, wird euch alles vorgeschlagen, was es damit gibt. Jetzt haben wir set Block, dazu kommen wir aber noch in einem anderen Video und da maximale Spieler. Wird Spawnpunkt setzen, da müsst ihr noch nicht mal den Chat benutzen, da gibt es auch hier, wenn ihr euch den Spawnpunkt verändern wollt, schräger Strich, und da sind so ein paar leichte Sachen. Ne? Ihr könnt ja einmal ganz schnell Weltspawnpunkt setzen, euch teleportieren und andere Personen teleportieren. Uhrzeit ändern, Wetter ändern. Ne? Das geht damit ja eigentlich ganz fix. Aber gehen wir wieder zurück auf maximale Spieler. Und zwar gibt es einfach nur jetzt hier einen Chat-Befehl. Reicht natürlich noch nicht. Danach einmal Leertaste und dann natürlich die Anzahl, wie viele wollt ihr drauf haben. Wollt ihr nur einen drauf haben? Oder bis hin zu 30. Ihr könnt es euch einteilen. Wir könnten auch sagen, ich möchte, dass bei mir nur meine 4 engsten Freunde rauf können. So, setze ich das hin und ihr seht oben ganz genau, hier 4 Spieler ist es jetzt festgelegt. Das heißt, ein 5. kann nicht mitkommen, dann müsste ich erst die Regeln ändern und dann kann er raufjoinen. Weil sonst kriegt er eine Benachrichtigung, Server ist voll. Wir haben wieder was gelernt für heute. Wir können jetzt die Befehle ausmachen und unsere Spieleranzahl auf den Server erweitern. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Schau gerne noch in unserer Infobox nach oder auch am Ende gibt es nochmal eine Playlist zu ein paar Commands. Andernfalls bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut rein und tschüss.